întrebare, mam. Frau Leiter ist am Apparat vom Blockchain-System. Ja. So, ich habe ihn telefoniert wegen einer so eine Einzahlung, die Sie vorher gemacht haben. Sie haben eine Investition im Online-Handel gemacht, erinnern Sie? Ich erinnere mich, die Kohle ist weg. Bitte? Ich erinnere mich daran, das Geld ist weg, die haben mich abgezockt. Ja, und dieses Geld, Sie haben kein Auszahlen bekommen, oder? Nein, ich habe weder den versprochenen Gewinn bekommen, noch Profite oder eine Rückerstattung oder sonst irgendwas. Okay, und dieses Profite, haben Sie versucht zurückzuerhalten, so eine Auszahlung zu tätigen? Nein, da die das über PayPal gemacht haben, war da leider keine Möglichkeit, das mir zurückzuholen. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Ich habe ganz allein auf mich gestellt, ganz Europa eingenommen und so werde ich behandelt zum Dank. Ich habe mich so geärgert, Sie können mir das gar nicht glauben. Ich verstehe. So, Herr Bademann, wie heißt die Firma, die Sie investiert haben? Iron FX. Wie war das nochmal? Iron FX. Iron FX. FX. Yeah. Okay. Kennen Sie die? Sind das bekannte Betrüger? Bitte? Sind das bekannte Betrüger? Glaube ich, ja. Das ist schrecklich. So, und bei dem Berater, das hat Ihnen gesagt, dass Sie, so können Sie nicht durch eine PayPal das... Ja, ich habe das dann. Ich habe das dann überwiesen und die haben mir gesagt, ja, so zwischen 40% und 60% Rendite pro Monat. Aber es war überhaupt nichts. Die haben, nachdem ich das Geld überwiesen habe, haben die nie wieder mit mir telefoniert, haben nicht mehr auf Kontaktanfragen und Briefe geantwortet. Aber die Seite gibt es immer noch. Ja, ich schaue das hier. Diese Investitionen, hat er Ihnen gezeigt, wo hat das gemacht? Weil unter Ihrem Namen beim Blockchain, ich weiß nicht, ob Sie gehört haben für Blockchain, steht ein Kapital unter Ihrem Namen als Bitcoin. So, vielleicht diese Firma hat für Sie so unter Ihrem Namen Bitcoin investiert. Und ja, das war die Absprache. Ich wollte Bitcoin und Ethereum oder wie auch immer das heißt haben. Ja, das wollte, und dann sollten noch Dogecoin gekauft werden, diese Neuanfängerwährung dort. Ich habe das alles nicht ganz verstanden. Haben Sie dort gesehen, wie war die Profit dort? Ja, die haben ja zwischen 40% und 60% im Monat versprochen. Aber ich habe nie Geld bekommen. Ich verstehe, Sie haben kein Geld bekommen, aber zum Beispiel die Profite dort bei dem System, haben Sie gesehen, wie viel haben Sie bis so einen Moment profitiert? Ja, ich weiß, ich hab 5.000 Euro einbezahlt, weil ich da wirklich überzeugt war davon. Ich habe bezahlt, ja. 5.000. 5.000, okay. 5.000. Und die haben mir gesagt, 40% bis 60%. Und im System, bei denen steht 23.000 wäre mein Guthaben, aber geben es mir nicht. Die wollen es nicht rausrücken. Die reagieren nicht auf Anrufe. Die sind was? Wer ist fortgegangen? Ja, es ist 43.000 Euro geworden. Es sind 44.000 Euro geworden. Die Bitcoin-Preis hat viel Geld, deswegen auch dieses Meerschweinchen. Kapital ist, ja. So, ich kann Ihnen helfen, damit Sie das machen, weil bei dem System kann überhaupt kein jemand anderes ohne so Ihre Dokumente das auszahlen, weil diese Firma hat versucht, eine Auszahlung zu tätigen, aber natürlich hat nicht geklappt, wegen Sie sind die Person, dass dieses Geld gehört. Natürlich, das ist meins. Ich habe da ja Nachweise drüber. Dieses E-Mail-Adresse, hautetaube88@aol.com? Ja, das ist tatsächlich eine variable Postadresse. Okay. Kurz Moment, ich werde Ihnen per E-Mail das schicken, damit Sie
Jetzt haben Sie Zeit oder sind Sie bei der Arbeit? Nein, nein, ich bin zu Hause. Die Zeit nehme ich mir. Selbst es geht ja da um eine Menge Geld. Das kann ich ja nicht einfach, das kann ich ja nicht einfach abschreiben wie die 6. Panzerarmee an der Ostfront. Das muss ich ja wieder haben. Wir müssen uns jetzt ja gegen die erneute Bedrohung aus dem Osten aufstellen. Aber dazu sind ja unglaublich hohe Finanzmittel vonnöten. Sie wissen ja gar nicht, was so eine moderne Panzerabwehrrakete kostet. Früher konnte man das in der Hinterhofwerkstatt zusammenbauen. Jetzt sind da Computerchips drinnen und dergleichen. Ich verstehe. So, eine PC haben Sie zu Hause? Selbstverständlich. Man muss das Ganze ja auch irgendwie alles organisieren und leiten. Den hat mir mein guter, vertrauter Speer eingerichtet. Okay, so, wenn Sie eine PC dabei haben, können Sie bitte das einschalten? Wir werden zusammen so... Ja, ich hab den immer dabei. Wissen Sie, andere Staatschefs, die machen das ja so. Also eigentlich ist das ja nach meiner Ära. Die haben immer diesen Koffer mit den Atomcodes dabei. Und ich habe immer meinen indischen Diener, der trägt den Computer immer hinter mir her. Okay, in Ordnung. Und mein russischer, der trägt den Bildschirm dazu. Was ist das? Bildschirm. Das Anzeigegerät auf dem Computer. Ich muss ja sehen, was ich dort mache. Es wäre mir übrigens auch sehr lieb, wenn wir statt Computer das deutsche Gegenstück Rechner benutzen könnten. Wir wollen ja sämtliche Anglizismen nach Möglichkeit vermeiden, es sei denn, es handelt sich um Eigennamen. Kurz Moment, so, ich werde Ihnen per E-Mail. Also auf dem PC haben Sie eine Applikation, die TeamViewer heißt? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Eine Applikation, es ist eine Remote Desktop Applikation. TeamViewer oder AnyDesk. Haben Sie auf dem Das sagt mir jetzt in der Tat nichts. Können Sie bei dem Google gehen, damit ich Ihnen die Seite beschreiben, dieses App? Das können wir gerne machen. Okay, bitte gehen Sie. Einen kleinen Moment. Und Sie wollen mir jetzt, nur damit ich das richtig verstehe, Sie wollen mir jetzt helfen, dieses Geld wieder zu bekommen. Ja. Das ist gut. Weil dieses System, wo wir dieses, so die Bitcoin-System, wo die Blockchain-System, wo dieses Geld sind, so als Bitcoin, im Summe als Bitcoin sind 1.9. 1, 2, 4, 3 mal 1 und 9. Was erzählen Sie da? Pi ist genau 3. Bitte? Pi ist genau 3. Die Bitcoin ist so die Preis, dass Sie dort bei dem System haben, ist ungefähr 44.000 Euro geworden. So viel. Ich habe das per E-Mail gesendet. So, bitte. Erstmal installieren Sie dieses App, das ich sage. Gehen Sie beim Google Chrome. Also ich habe dieses TeamViewer, das habe ich jetzt schon runtergeladen, während wir sprechen. Die TeamViewer, sehr gut. So, das ist blau und weiß, dieses Programm. Zu was ermächtigt mich diese Applikation? Ich werde das kurz. Moment. Ich werde Ihnen kurz erklären, nur bleiben Sie kurz am Apparat. Okay. Und die TeamViewer ist installiert, oder? Ja, ich habe das heruntergeladen und den auszuführenden Programmen hinzugefügt. Okay. Wie viele Leute sitzen denn bei Ihnen? Es ist wahnsinnig laut bei Ihnen im Hintergrund. Es ist ein bisschen laut, weil wir haben viele, ich habe viele Kollegen und momentan ist ein bisschen laut, weil gibt es auch Kunden hier. Es gibt auch Hunde bei Ihnen, das finde ich besonders. Hunde, nicht Hunde. Ach, dann habe ich Sie falsch verstanden. Ja.
Okay, so öffnen Sie bitte dieses TeamViewer. Gut. Das habe ich schon getan. Sie haben, okay. Und dort Sie haben die so Remote ID. Schauen Sie, wo steht Your ID? Also der englischen Sprache bin ich nicht mächtig. Da müssen Sie mir sagen, was das im Deutschen bedeutet. So dort bei dem TeamViewer schauen Sie ein paar Nummern, so 10 Nummern. Da steht Ihre Idee, hat das was damit zu tun. Ja, und lesen Sie mir die Nummer unten, die Ihre ID. Na, selbstverständlich, das ist 105. 105? 105 war das, nicht 9. Okay. Was haben Sie jetzt aufgeschrieben, junge Frau? 105. Gut, 025. 025. 8301. Okay, ich werde die Anfrage bei Ihnen senden. Da steht noch ein Passwort darunter, brauchen Sie das auch? Ja, auch die Passwort. Theodor Heinrich Xantipe, ja. 152. 152. Korrekt. Okay. Okay, in Ordnung. Wo ist denn mein Hintergrund hingegangen? Das bringt ja meine ganze Ordnung durcheinander. Okay, öffnen Sie kurz bitte Ihre E-Mail, weil ich habe Ihnen eine E-Mail so gesendet. Sofort erledigt. Nur mal kurz testen, ob mein Fegelein-Exe noch funktioniert. Das ist länger her, dass ich damit gearbeitet habe. Ja, es scheint noch zu funktionieren. Dann machen wir das aber später. Da werde ich kurz auf meinem Mobilfunk, meinem... Sie können das einfach... Nein, ich habe ja meine E-Post-Adresse ist ja auf meinem mobilen Handfunk-Fernsprechgerät. Auf Neudeutsch sagt man, glaube ich, Schmatsch von. Aber ich habe noch keine Benachrichtigung von Ihnen erhalten. Anna Weber, schauen Sie. Ach, das ist in den unerwünschten Nachrichten gelandet. Können Sie sich das vorstellen? Ja. Dabei ist das doch so wichtig, dass wir heute miteinander sprechen. Auszahlungsprozess erhalten, der Sie betrifft. Ja, so, was steht da? Sehr geehrter Herr Bademann. Ja, und unten sind die Kapital von die so von dem Bitcoin, das Sie dort bei dem System haben. Und ganz unten, Sie haben auch einen Screenshot, wenn Sie dort schauen. Ein was habe ich? Unten, ganz unten, Sie haben ein Bild. Sehen Sie, Sie passen sich schon gut an, das ist wunderbar. Und was kann ich jetzt tun für Sie? Was soll ich machen? Okay, so jetzt, ich werde Ihnen helfen, damit Sie das Auszahlungsprozess starten. Zuerst brauchen wir so von Sie ein Dokument, genau dort bei dem E-Mail lesen, so... Eine Foto, Vorder- und Rückseite von Ihrer Führerschein oder Ausweis. Welche möchten Sie? Ist kein Problem. Wozu brauchen Sie das denn? Damit ich bei dem System hochladen kann, weil wenn Sie dort schauen, dieses bei dem Bild, das ich habe Ihnen gesendet, so der Status von der Transaktion ist invalid. Das heißt, dass jemand anderes hat versucht, eine Auszahlung zu tätigen, aber natürlich, das System braucht die Dokumente, damit dort Holland damit verifizieren, dass Sie sind die Person, dass diese... Was war mit Holland? Sie sprechen so schnell und undeutlich. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was Sie gesagt haben. Konzentrieren Sie sich und sprechen Sie ruhig und langsam. Es ist alles in Ordnung. Der Russe steht 5 Kilometer vom Stadtkern. Wir haben noch alle Zeit Möchten der Welt. Können Sie vielleicht mit jemand anderes reden, dass Sie verstehen? Das können wir gerne versuchen, weil Sie sind mir ein bisschen zu aufgeregt. Okay. Bin ja eher den kühlen diplomatischen Ton gewohnt. La 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 la. Sie verschwenden meine Zeit. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Bademann. Wie geht es Ihnen? Mir geht es wunderbar. Und wie geht es Ihnen an diesem wunderbaren Tag an der Ostfront?
Super, es freut mich. Das okay, ist ein so sehr schönes Ereignis. Dankeschön. Okay, so Herr Bartelmann, was ist passiert mit meinen Kollegen? Also können Sie das nicht verstehen? Oder? Nein, Ihre Kollegin spricht sehr undeutlich und sehr schnell und ich verstehe überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich möchte ja mein Geld wieder haben. Genau, den Transaktion, den Bild von Transaktion hat sie auch bei Ihnen geschickt, oder? Ja, aber da fängt es ja an, diese E-Post-Nachricht, die Sie mir zukommen lassen haben, die ist voller Rechtschreibfehler und ich verstehe überhaupt nicht, was jetzt Sache ist und was ich machen soll. Okay, jetzt bitte öffnen Sie Ihre E-Mail-Adresse. Ich habe das schon geöffnet. Okay, ganz kurz. E-Mail-Adresse, also hier beim Google bitte. Na, ich habe das auf meinem mobilen Handfunk-Fernsprechgerät geöffnet. Also hier, wir sind jetzt mit TeamViewer zusammen verbunden, ja? Ja, ja, und ich habe das auf meinem das auf meinem Mobiltelefon habe ich das geöffnet. Das geht auf dem Gerät hier nicht. Und nur damit wir uns, ich merke schon, dass Sie da auch Probleme haben. Es gibt ja, sag ich mal, es ist ja sehr wichtig, dass wir die deutschen Begrifflichkeiten wieder im Alltag festschreiben. Hier ist zum Beispiel das Wort Handy, ist ja auf deutsch mobiles Handfunk-Fernsprechgerät das Schmatschphone, wäre ein intelligentes Telefon. Der Laptop ist ein Schoßrechner, der Computer ist ein Rechner. Die Homepage ist die Heimatseite, das T-Shirt ist das T-Form-Hemd. Hören Sie auf, mich zu untersprechen. Und was Sie Inder so gerne anbieten, heißt fachmännische Rechnerunterstützung. Und ganz besonders wichtig ist Du Röhre. Entschuldigung, bitte, ein kleines Moment. Und Sie haben so diese Wörter hier, hat mit den Transaktionen zu tun, oder? Selbstverständlich, weil Sie haben ganz viele Rechtschreibfehler in Ihrem Anschreiben. Und ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie diese Begrifflichkeiten. Natürlich, aber so können die deutschen Volksgenossen auch verstehen, dass sie in der Lage sind, die gestohlenen Gelder zurückzubekommen. Ich komme nicht aus Deutschland, ja? Woher sind Sie denn? Von London. Ach, Herr Churchill. Genau. Und trotzdem wollen Sie mir weiterhelfen. Okay, öffnen Sie bitte die E-Mail-Adresse hier beim Google. Das geht nicht, das geht nur aus Sicherheitsgründen auf meinem mobilen Handfunk-Fernsprechgerät. Also können Sie das nicht hier öffnen? Nein, das ist nicht möglich. Aus Sicherheitsgründen. Okay. Sicherheitsgründen? Jawohl. Aber wie kann ich eine Transaktion zeigen? Das brauchen Sie ja gar nicht. Sie müssen mir nur sagen, was ich machen soll. Okay, Sie müssen nur die 500 Euro Gebühr einzahlen. Wieso sollte ich 500 Euro bezahlen? Wofür? Also wenn Sie die 44.000 Euro zurücknehmen mössen, natürlich müssen Sie so. Also in Ihrem. Das ist keine Einzahlung. In Ihrer. Seien Sie mal still, wenn ich mit Ihnen spreche. In Ihrem Anschreiben steht Gebühr für Priorität. Das muss jetzt nicht sofort heute erledigt werden. Ich kann auch noch ein, zwei Tage warten, aber das 500 deutscher Reichsmark sind schon ein bisschen viel. Okay. Das ist keine Einzahlung, okay? Und wie ich gesagt habe, ich komme nicht aus Deutschland und ich kann nicht alle die Wörter wissen, ja? Das ist mir wohl benutzt. Ja, meine deutsche Sprache ist sehr gut, oder? Als eine Ausländerin. Oder? Darum geht es doch überhaupt nicht. Das ist die Frage, warum Sie so viel Geld von mir haben wollen. Wofür? Welche okay. Bewandtnis hat das? Wir wollen das nicht haben. Das ist nur eine Prioritätsgebühr, wie Sie das gesagt haben oder wie meine Kollegin das gesagt hat. Damit Sie in Ihre Wallet-Adresse einsetzen müssen, okay, erstmal Bitcoin kaufen mit diesen 500 Euro, damit wir die Transaktion freilassen können. Damit Sie das freilassen können? Genau, die Wallet-Adresse. Die Maus freilassen, wenn wir schon gerade dabei sind. Das ist ja meistens auch ein wichtiges Anliegen Ihrer Spießgesellen. Soll ich die Maus freilassen oder kann die in Gefangenschaft bleiben? Also hören Sie mich oder nicht? Ich kann Sie sehr gut hören, ja. Okay, verstehen Sie mich oder nicht? Ich kann Sie sehr gut verstehen, aber Sie beantworten meine Frage nicht. Können Sie mich denn verstehen? Aber wieso fragen Sie? Ich habe Ihnen gesagt, dass ich weiß nicht alle die Wörter in Deutschland. Also in der deutschen Sprache. Das ist ja auch nicht erforderlich. Ich bin eine Ausländerin. Und ja, das ist... Wieso sind Sie so Rassistin, ja? Wie haben Sie mich gerade bezeichnet? Okay, kleines Moment bitte.
Warte, ich zeige Ihnen mal. Das scheinbar ja sowieso nichts wird, zeige ich Ihnen jetzt meine ultimative V2-Waffe. Okay. Ihre Transaktion, Sie möchten nicht das Geld zurücknehmen. Okay? Die Transaktion kommt sofort bei der Deutsche Bank und da können Sie sofort die Strafen und die Gebühren bezahlen. Okay? Das war jetzt nicht so. Von Ihrer Seite. Schönen Tag noch für Sie und alles Gute. Jetzt warten Sie doch, ich muss Fegelein abspielen. Ich muss das dringend besser konfigurieren. Jetzt funktioniert der Ton nicht. Gedacht ist das, wenn mir einer so wie die zu sehr auf die Nerven geht, dass ich dann einfach Fegelein-Exe öffne und sie hier von ihm angeschrien wird. Aber scheinbar funktioniert das nicht. Das bedarf weiterer. Wir können jetzt gleich das ergänzen hier. Um einen weiteren wichtigen Begriff, um die Telefonbetrüger weiterhin zu veräppeln. Besonders gelungen finde ich diese Übersetzung hier. Und wünsche euch, liebe Kameraden, weiterhin viel Spaß auf diesem Kanal und der Propaganda in Richtung der Telefonbetrüger, die allen, die hier in diesem wunderschönen Lande und dieser wunderbaren Welt leben, das Geld wegnehmen. Machen Sie es gut.